Heute zeige ich euch, wie ich mein 60 cm Aquariumbild bepflanze und worauf ich da so achte, was so Tricks sind, um das Ganze einfacher und schöner zu machen. Willkommen, mein Name ist Bachi und im letzten Video war ich bei Liquid Nature und habe einige Pflanzen gekauft für das Aquarium hier. Da habe ich auch mit dem Stefan gemeinsam ausgesucht, welche Pflanzen sollen es werden. In den Kommentaren war sehr häufig grasartige Pflanzen, deshalb sind es auch grasartige geworden. Aber da gibt es ja auch relativ viele und da habe ich mit dem Stefan gemeinsam so ein bisschen entschieden und was auch noch so als Detail dazu kommt. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut dort unbedingt rein. Heute geht es aber ans Bepflanzen. Das Aquarium lief jetzt zu 3-4 Wochen im Darkstart, nicht so lange. Aber da ich relativ wenig Holz im Aquarium habe und der Bakterienrasen bei den Juniperwood nicht so schlimm ist, passt das auch schon. Wenn man jetzt irgendwie Driftwood verwendet oder irgendein anderes Holz, was mehr Bakterienrasen hat, würde ich da ein bisschen länger warten, weil so Bakterienrasen, das ist immer so ein Flaum auf dem Holz, den hatte ich jetzt so ganz minimal, der ist oft nicht so gut für Pflanzen und deshalb warte ich da ein bisschen. Kurz nochmal zum Darkstart, also ich habe das Aquarium jetzt befüllt vor ein paar Wochen, wie gesagt, und den Filter angeschlossen, aber das Licht ist bis jetzt ausgeblieben und Pflanzen sind auch noch keine drinnen. Das habe ich zum einen gemacht wegen dem Bakterienrasen, also dass das Holz sich mal ansaugen kann und erste Bakterienfilm drauf entsteht und auch damit das Aquarium schon mal einläuft, weil anfangs gibt das Holz relativ viel Nährstoffe ab und dann kann es zu Algen kommen. Wenn das Aquarium finster ist, dann kommen keine Algen. Auch wenn ein Aquarium gleich daneben ist oder wenn der Raum ein bisschen heller ist, ist es im Normalfall nicht so schlimm. Also ich hatte bis jetzt noch nie Probleme und habe immer auch Aquarien neben dem Aquarium, was im Darkstart läuft, laufen und habe das Aquarium nie irgendwie abgedeckt und ich hatte noch nie irgendwie Algen im Aquarium. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mit den Bepflanzen anfange, das Pflanzen vorbereiten, die In-Vitro-Töpfe gut auswaschen und die Topfpflanzen von der Steinwolle entfernen. Das mache ich jetzt schnell. So, Pflanzen sind vorbereitet, also jede Menge. Und das Aquarium ist jetzt wieder leer. Ich habe das Wasser abgelassen. Es ist vorne noch ein bisschen was drin, also circa 1 cm. Ich werde es aber trotzdem gleich hier direkt hier reinpflanzen. In Japan in den Videos von ADA machen sie es ja auch immer so, dass das Aquarium schon so ein bisschen befüllen, dass der Vordergrund schon so ein bisschen im Wasser steht. Und ich bin mal gespannt, wie es so funktioniert. Ich habe die Pflanze jetzt selbst hier noch nicht aufgeteilt. Also hier zum Beispiel das HCC. Das habe ich noch nicht aufgeteilt. Das mache ich persönlich immer lieber, wenn ich das Aquarium bepflanze, dass ich mir hier jetzt so circa so ein Stück wie das hier runterreiße und das einpflanze und das immer wieder mache. Ist mir ein bisschen lieber, als alles vorher aufzuteilen. Also starten wir gleich mal mit der ersten Pflanze. Wie immer fange ich im Vordergrund an, weil dort sind die Pflanzen dann am längsten nass, beziehungsweise so wie hier sind sie auch nass. Weil ich jetzt einen Darkstart gemacht habe, ist ja alles schon nass, deshalb brauche ich nichts besprühen am Anfang. Aber wenn ich keinen Darkstart mache, dann besprühe ich das immer, damit die Pflanzen nicht austrocknen. Aber hier ist der Bodengrund ja mehr als ausreichend nass. Ich habe 5 Töpfe von HCC, also relativ viel, also kann ich das auch sehr dicht pflanzen. Ein Tipp, den ich aber hier habe, ist nicht alles auf einen Fleck zu pflanzen, also nicht von der einen Seite komplett dicht drüber pflanzen, weil sonst könnte es passieren, wenn ich jetzt hier anfange, alles dicht zu pflanzen und ich bin dann hier, dass ich auf einmal nur noch eine Portion pflanzen habe und schon 4 hier gepflanzt habe. Deshalb pflanze ich anfangs immer ziemlich verteilt und das HCC kann man auch sehr tief pflanzen, also da keine Angst haben, dass es irgendwie zu tief ist. Wenn das zum Teil raussteht, reicht das vollkommen, wenn der Hauptteil eingegraben ist im Soil. Also fange ich an, das relativ verteilt einzusetzen und pflanze dann immer dichter. Wenn ich dann alles schon mal ganz grob bepflanzt habe, dann fange ich an, überall dazwischen wieder zu pflanzen. Und so werde ich immer dichter und habe dann am Ende einen gleichmäßig dichten Bodendecker. Und habt ihr nicht so ein paar Stellen, die irgendwie viel dichter sind und ein paar Stellen, die nicht so dicht sind. Ist jetzt auch nicht so schlimm, weil am Ende wächst es sowieso dicht zu. Aber so sieht es einfach von Anfang an schöner aus. HCC war sogar meine erste richtige Bodendeckerpflanze, was ich in einem Aquascape benutzt habe. Die allererste war eigentlich Utricularia, aber die ist gleich weggeschmolzen. Dann habe ich gleich das HCC nachgesetzt. Und das ist dann ganz schön dicht gewachsen. Hatte ja auch CO2 und gutes Licht. Das hat ganz gut funktioniert. Ein Problem, was ich da immer hatte, war das Zurückschneiden. Ich habe das einfach zu selten gemacht. Und dann war die Pflanze einfach schon viel zu hoch gewachsen, viel zu dicht. Und dann ist es so wie hier, dass unten ganz viel gelb ist und nicht mehr so schön wächst. Und wenn man da einen Rückschnitt macht, hat man kahle Stellen oder halt sehr gelbe Stellen von den Pflanzen.
und das schaut dann immer nicht so gut aus. Deshalb ist es hier wirklich wichtig, dann regelmäßig zu schneiden. Und ich bin gespannt, ob ich das so einhalte. Obwohl ich das ja weiß, mache ich es auch nicht immer. Manchmal ist es auch so, dass ich dann irgendwie viel zu tun habe und ich denke mir, ja, das mache ich dann nächste Woche. Und dann eine Woche später denke ich mir, ja, eine Woche geht schon noch. Und dann am Ende ist es auch schon zu viel gewachsen und schaut dann auch eine Zeit lang nicht so gut aus. Da muss man immer ein bisschen schauen. Manchmal ist es halt so, dass nicht immer alles perfekt aussieht. So, das waren jetzt zwei Portionen. Ich habe noch drei. Es wird so auch schon reichen. Also wenn man jetzt sagt, man möchte ein bisschen sparen, dann kann man es so auch machen und hat halt dann weniger Pflanzen am Anfang. Ein Punkt dabei ist, es sieht einfach nicht so gut aus. Also es dauert dann auf jeden Fall länger, bis der ganze Bodendecker dicht ist. Damit kann man aber leben. Aber was halt auch ein Punkt ist, je mehr Pflanzen im Aquarium sind, desto mehr Verbraucher hat man und desto stabiler läuft das Aquarium. Deshalb setze ich auch immer ziemlich viel Pflanzen ein. Zum einen schaut es dann gleich gut aus, fürs Video natürlich auch. Aber zum anderen funktioniert es einfach stabiler und ist dann auch einfacher zum Pflegen. Und ist mir natürlich dann auch lieber, wenn es einfacher zu pflegen ist. Vor allem die ersten Wochen. Was die ersten Wochen vom HCC angeht, ist auf jeden Fall wichtig, das früh genug zu schneiden. Also sobald es festgewachsen ist und schon anfängt nach oben zu wachsen, sollte man es mal zurückschneiden. Auch wenn es dann vielleicht noch nicht so dicht ist, aber sonst wächst es nur nach oben. Und wenn man es gleich mal flach schneidet, dann wächst es viel schneller dicht zu. Also häufig schneiden, vor allem am Anfang, damit es einfach schöner und schneller wächst. Also klingt vielleicht dann einfach ein bisschen komisch, dass man es gleich mal zurückschneidet, wenn es schon mal anfängt zu wachsen. Aber das macht echt einen großen Unterschied, dass es dann sehr schön flach wächst. Ich werde jetzt mal versuchen, das Video ein bisschen so zu gestalten, dass ich euch wirklich da mitnehme und wirklich für euch fast uncut zeige, wie ich hier die Pflanzen setze. Natürlich ein paar Cuts werde ich machen, wenn es ein bisschen langweilig ist oder ich halt kurz mal nichts spreche. Aber ich werde versuchen, euch zu jeder Pflanze genug zu erklären, dass ihr auch seht, wie lang sowas dauert oder wie ich das dann genau mache, wo ich dann noch was einsetze. Und wo vielleicht nicht. So, gleich haben wir auch den vorletzten Topf. Jetzt wird es schon langsam eng. Also vier Töpfe wären auch schon sehr passend. Aber jetzt habe ich auch schon alle fünf vorbereitet. Also setzen wir alle. Ich glaube, ich würde einfach hier noch ein bisschen nach oben gehen. Hier den Bereich. Es hat jetzt ganz gut funktioniert, in den nassen Bereich zu setzen und dadurch ist die Säulschicht vorne gleich auch viel gerader, weil sonst ist es oft so, dass es sehr viel so Hügel macht. Ja, ein paar sind eh da durch das Einsetzen, die versuche ich gleich ein bisschen gerade zu richten, weil das sieht dann immer nicht so gut aus, wenn man das ganze Aquarium nur befüllt hat. Kann man natürlich auch später noch machen, aber gleich hier mit dem Z ist es ein bisschen einfacher. Ich setze einfach hier noch was hin. So, den letzten Topf, nur noch ein paar kleine Portionen oder eher ein paar größere Portionen kommen noch rein. Dann haben wir auch schon den Vordergrund und ich sehe gerade hier vorne sogar noch eine Ecke. Hier die Ecke hier, da passt auch noch was rein. Aber was ich auf jeden Fall vermeide, ist die Pflanzen direkt an die Frontscheibe zu setzen. Das schaut immer ein bisschen blöd aus, also jetzt so. Ich weiß nicht, das sieht man ja schon hier, das schaut einfach nicht gut aus. Deshalb immer so 1-2 cm weit weg. Dann sieht das gleich viel besser aus. Und nach ein paar Wochen sieht man dann auch gleich die Wurzeln nach vorne kommen. Und dann weiß man auch, dass sie gut angewachsen sind. Und das war's mit der ersten Pflanze. Wenn ihr jetzt das Video gesehen habt, das letzte, wo ich die Pflanzen ausgesucht habe, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, was kommt. Und zwar Helianthium tenellum red. Sollte eigentlich dann mal rot werden. Jetzt ist sie noch ziemlich grün. Und die soll hier einfach dazwischen hinkommen. Vor allem so Richtung den Steinen. Aber so zwischen den Bodendecker wird er natürlich Ausläufer kriegen und sich mit der Zeit immer mehr vermischen. Aber das dauert natürlich ein bisschen. Und beim Rückschnitt von HCC mache ich es dann einfach so, dass ich das einfach mitschneide. Also ich schneide das einfach da mit ab, je nachdem wie es halt ist. Wenn jetzt hier irgendwas höher wächst und ich das gut ausspannen kann, lasse ich es vielleicht. Aber meistens schneide ich es einfach mit dem Bodendecker. Und dann kann es natürlich auch sein, dass mit der Zeit sich manche Pflanzen mehr durchsetzen. Dass das Helianthium tenellum vielleicht in einem Jahr den ganzen Vordergrund ziemlich einnimmt. Das finde ich aber noch immer ganz cool, dann hat man so eine Entwicklung im Aquarium. Ohne dass man Pflanzen austauscht, sondern das passiert dann von ganz alleine, wenn man mehrere Pflanzen hat. Und ein paar einfach davon vielleicht ein bisschen dominanter wachsen und überhand nehmen. Hiervon habe ich zwei In-Vitro-Töpfe. Ich glaube, das passt auch ganz gut von der Menge. Könnte man auch mit einem machen. Also wenn ihr wirklich da ein bisschen sparen wollt,
dann könnt ihr auch einen In-Vitro-Topf nehmen und die aufteilen. Aber wie gesagt, wenn man von allen spart und dann zu wenig Pflanzen hat und man dann am Ende nur Algenprobleme hat, dann ist es natürlich auch nicht ideal. Deshalb versucht ihr vielleicht so ein Zwischending zu treffen aus genug Pflanzen, dass es stabil wächst und nicht zu viele, dass es zu teuer wird. Aber vielleicht dann lieber einen Monat länger im Darkstart lassen und dann dafür ein, zwei Portionen Pflanzen mehr kaufen. Es zahlt sich dann im Nachhinein immer aus, wenn man dann auf einmal irgendwie lauter Algenprobleme hat die ersten Wochen. Dann bereut man es, dass man nicht ein bisschen gewartet hat und vielleicht noch ein bisschen gespart hat. So, die letzten Halme, das ist immer so eine Kette, die wegkommt immer als Ausläufer. Ich nehme da immer so ein paar zusammen, reiße sie dann ab und setze das Büschel hier an. Man kann die natürlich auch komplett aufteilen, dann wächst die wahrscheinlich noch ein bisschen schneller weiter und wächst halt überall neue Ausläufer. Aber das würde mir dann auch ein bisschen zu lang dauern. Dann die nächste Pflanze, Liliopsis brasilensis. Hat der Stefan ja mir empfohlen, die hatte ich ja nicht so am Schirm, dass ich die benutze, für schattige Stellen. Aber ich habe mich gerade anders entschieden. Also die kommt noch rein. Aber zuerst kommt die Cryptocurrine lucens, weil die wird ein bisschen mehr Platz brauchen. Und dann sehe ich danach noch, wo noch Platz ist für das Liliopsis. Weil die kommen beide in schattige Zonen. Und da fange ich lieber mit der größeren Pflanze an. Ich glaube hier setze ich sie auch so, da war sie gar nicht so unbedingt geplant. Aber ich glaube, das balanced das Ganze so ein bisschen. Wenn man Pflanzen immer nicht nur an einem Punkt hat, so wie hier zum Beispiel, sondern auch so weiter woanders. Vielleicht ein bisschen ein kleinerer Busch von der Pflanze. Das macht immer alles ein bisschen natürlicher. Und hier unter den Stamm hier, in dem Fall ist jetzt der Schattenbereich echt nicht so schlimm. Also es gibt Layouts, wo man viel mehr Schatten hat, wo das viel wichtiger ist, dass man da jetzt Pflanzen hat, die auch gut im Schatten wachsen. Da ist es echt eigentlich nicht so relevant, weil da kommt eigentlich noch ganz gut Licht hin, sehe ich gerade. Aber trotzdem, glaube ich, ist es ganz gut, die Pflanzen dafür zu haben, die Krypten. So, da noch nach vorne. Dann jetzt die Liliopsis brasilensis. Ich glaube hier so, auch wenn man die vielleicht nachher gar nicht mehr sieht, setze ich da ein paar Portionen hin. Und ich glaube auch hier so, wo zu wenig Licht hinkommt vielleicht. So hier unter die Wurzel. Und auch hier so unter die Wurzel, einfach auch zwischen den Steinen, ist dann vielleicht nicht unbedingt für den Schatten, sondern auch einfach nur so mehr Variation in den Bodengrund in den Bodendecker zu kriegen. Auch hier ist jetzt auch nicht wirklich ein Schatten. Aber wenn wir sie jetzt schon hier haben, dann benutzen wir die auch. Manchmal ist es echt so bei In-Vitros, dass man mit so einem halben In-Vitro-Topf schon gut auskommen würde. Aber die gibt es leider nicht. So halbe In-Vitro-Portionen. Ja, den Rest hier schmeiße ich einfach in irgendein anderes Aquarium, in den Barbicusa. Ich habe auch das 45F. Da kann ich die auch gut so einfach dazwischen stecken, irgendwo im Hintergrund. Dann kommt jetzt als nächstes das Elchares acicularis, also die nicht so große Version, also so 10-15 cm wird sie beschrieben. Und ja, die kommt so in den Mittelgrund. Die wird dann für Mittelgrund relativ hoch teilweise. Aber das finde ich schon immer richtig cool, also das macht ADA relativ häufig. Das ist so relativ weit vorne, hohes Gras einsetzen, also wahrscheinlich hier auch das Acicularis oder halt in größeren Aquarien vielleicht sogar das Montevidensis. Aber das finde ich macht immer so einen richtig natürlichen Look. Wenn man jetzt hier zum Beispiel höhere Grasstängel hat. Ich muss schauen, ich brauche noch was für den Hintergrund auch, dass ich nicht alles hier verwende. Aber da ist ja das Gute, dass es Ausläufer bekommt. Also wenn man da eine kleine Portion setzt, dann wird sie auch mehr. Da ist es natürlich auch so, dass es mit der Zeit natürlich nach vorne wachsen wird. Muss man dann halt häufiger zurückschneiden. Aber das ist auch nicht so schlimm. So, hier. Dann habe ich eine Portion noch für hinten. Ich habe zwei Portionen von Elecharis gekauft. So, jetzt kommen wir schon zum Hintergrund bzw. Mittelgrund. Und ich zeichne mir jetzt so ein bisschen an, wie die Pflanzen werden. Also hier hinten kommt Elecharis montevidensis, das ADA und das von Tropica gemischt. Dann hier vorne, noch so davor, hier ein bisschen mehr, kommt das Maliador, das Diereocaulon. Dann hier kommt die Blüxa und auch hier die Blüxa.
dann hat sie Collaris an die Büsche passt, dass ich mir so circa mal das aufteilen kann an Pflanzen. Dann kommt jetzt das Maliador, richtig schöne Pflanze, habe ich auch noch gar nicht benutzt, wird auf jeden Fall mal Zeit. Es sind immer ein bis zwei so Pflänzchen drinnen, die kann man auch manchmal ein bisschen aufteilen, manchmal nicht. In einem Fall war jetzt in einen zwei drinnen, in den anderen zwei nur eines, also ich habe drei Portionen gekauft und die teile ich auch hier so auf, also hier. Dann auf der rechten Seite kommt dann nur eins rein. Habe ich dann gerade entschieden. Weil links soll ein bisschen mehr sein. Oder? Nein, eigentlich muss rechts ein bisschen mehr sein. Obwohl die Fläche kleiner ist, kommt links und rechts gleich viel rein. Aber die rechte Seite ist ein bisschen mehr, weil es eine größere Portion war. Dann kommt als nächstes die Blüxa Japonica. Da muss man ein bisschen schauen, dass die nicht zu sehr austrocknet. Ich habe die jetzt auch ein, zwei Tage in den Beutel gelassen. Deshalb hat sie schon ein paar nicht so schöne Spitzen, aber das regeneriert sich wieder. Die kommt noch davor, vor dem Maliador. Da wird es aber jetzt so sein, dass der rechte Busch hier kleiner ist. Die Blüxa ist eigentlich eine Stängelpflanze, obwohl sie nicht so aussieht. Die wird dann immer dichter, wächst ein bisschen höher, aber nicht so extrem hoch, sondern wird einfach nur dichter und dichter. Und da muss man ein bisschen schauen, dass sie nicht zu dicht wird. Die muss man dann im Idealfall einfach ausreißen und neue kleine Triebe davon einsetzen. Das ist meistens so, macht nach einer Zeit der beste Weg. Deshalb setze ich sie auch so ein bisschen auseinander und nicht zu dicht. Und hier kommt auch noch eine Portion ran. Und hier noch. Also hier ist ein Busch, hier ein ganz kleiner Busch und hier ein Busch. Die Pflanze habe ich jetzt fast ganz vergessen, die gehört auch noch so in den Mittelgrund oder will ich in den Hintergrund Mittelgrund haben. Und zwar Hydrocotyl verticillata. Sind so coole kleine Schirmchen, ist auch viel mehr als ich eigentlich hier brauche oder haben möchte, weil da nehme ich mir einfach so eine kleine Portion und setze ich hier so dazwischen, dann hier die nächste, noch eine, hier eine bisschen größere, hier dahinter. Und hier in die Ecke auch noch eine hin. Aber das war's dann eigentlich schon, oder? Hier noch ein. Hier noch und hier noch. Aber ich glaube, das war's schon damit. Ich habe jetzt circa die Hälfte davon benutzt. Der Rest kommt auch einfach in ein Barbecue oder ins Paludarium. Dann kommen wir zum Eleutheris montevidensis. Jetzt hier so im trockenen Zustand kann man es gar nicht auseinanderkennen. Das ist das von Tropica, das ist die Portion vom 120p vom ADA. Ist jetzt gerade noch viel länger, weil das schon älter ist natürlich. Aber das wird mit der Zeit noch gleich lang werden. Und das setze ich einfach hinten ein. Das ist gar nicht so einfach zu trennen, ohne dass man es zu stark kaputt macht. Ich muss auf jeden Fall nachher den Boden saugen und vor allem zuerst wischen, weil immer wieder so Zellstücke auf den Boden kommen. Vor allem wenn man filmt, schaut man natürlich, dass man nicht in der Kamera steht. Und dann ist es noch ein bisschen mehr. Dann hier auch gleich die von Tropica dazu mischen. Die ist zwar sehr ähnlich, aber es macht einen Unterschied, wenn man die mischt. Also dann schaut das gleich auch viel natürlicher aus, wenn man nicht nur eine Dicke hat an Grashalmen, sondern mehrere. Eleutheris ist echt gut, wenn man das sehr zerteilt, damit man nicht so ein paar dicke Büschel hat, sondern halt echt hinten alles gleichmäßig voll wächst. Muss ich sagen, ist auch nicht so das, was ich meistens mache. Oft mache ich so, dass ich die Pflanzen gar nicht so stark aufteile. Aber hier muss ich es ein bisschen kleiner machen. Und wenn es mir dann wirklich zu wenig aussieht, also wenn es dann hinten zu kahl aussieht, setze ich vielleicht gleich noch was nach. Aber hier ist es auch so, dass es relativ schnell wächst und auch schnell Ausläufer bekommt. Aber so zumindest, wie ich jetzt hier habe, so circa drei Portionen Eleutheris gemischt, sollten es schon sein, wenn nicht ein paar mehr. Aber mittlerweile gibt es echt viele so grasartige Pflanzen. Ich weiß noch, so vor 4-5 Jahren wollte ich ein Aquarium machen oder habe ein Aquarium eingerichtet, auch das 60p hier. Das war so ein Dreieckscape. Und da habe ich mir echt schwer getan, weil da war die einzige Pflanze, was es gab, oder so richtig gab, war die Cyperus helferi. Und mit der hat man oft Probleme, dass die nicht so gut wächst oder dann schnell Pinsellagen bekommt. Deshalb wollte ich die dann nicht verwenden und habe dann Juncus repens verwendet, was auch eine coole Pflanze ist,
aber halt natürlich keine so richtig grasartige. Die bekommt zwar auch so schmale, längliche Blätter, aber die ist aber eigentlich eine Stängelpflanze. Hat dann auch funktioniert, aber war nicht genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Und jetzt ist ja echt so, dass man viele Arten bekommt. Also die Eleocharis montevitensis gibt ja die zwei jetzt, zumindest bei Liquid Nature. Dann von Aerocolon kommt gefühlt auch so jedes halbe Jahr eine neue dazu, was auch richtig cool ist. Also dann gibt es einmal eine, was ein bisschen länger ist und dünner, einmal eine, was ein bisschen dicker ist. Das ist echt eine coole Sache. Jetzt pflanze ich gerade das Acicularis ein. Die letzten Portionen davon. Und dann sind wir schon ziemlich weit. Was ich jetzt ein bisschen weniger erwähnt hatte, war die Reihenfolge der Pflanzen. Ich habe ja vorne angefangen und mich nach hinten gearbeitet, von Mittelgrund bis hinten zu den Hintergrundpflanzen. Und das ist auch der beste Weg, weil dadurch trocknen die Pflanzen nicht so schnell aus. Weil vorne ist ja natürlich mehr Wasser und hinten ist immer trockener und weiter oben ist auch immer trockener. Und natürlich besprüht man ja regelmäßig beim Bepflanzen, aber trotzdem ist es besser, wenn die Pflanzen, was weiter unten sind, zuerst reinkommen und nicht zuerst die Aufsetzerpflanzen. Manchmal ist das nicht vermeidbar und man muss zuerst die Aufsetzerpflanzen machen, weil das irgendwie organisatorisch besser passt. Dann kann man natürlich schauen, dass man die regelmäßig dann besprüht. Aber wenn sich's vermeiden lässt, würde ich darauf verzichten und halt die Aufsetzer am Schluss machen. Jetzt kommen die nächsten Stängelpflanzen, oder die einzigen Stängelpflanzen hier. Persicaria Bokchong. Da bin ich, muss ich jetzt ein bisschen schauen, ich glaube hier. Ja, hier. So ein Busch. Den habe ich mal gerade aufgeteilt in zwei Portionen. Also schon relativ kompakt, also nur zwei Büsche davon möchte ich haben. Und der zweite soll hier dahinter. So, nicht ganz in die Mitte, nicht ganz in den leeren Raum hier. Hier ist ein bisschen niedriger mit dem Eleocharis, Acicularis und hier ist ein Busch und hier ist ein Busch. Und dann kommen wir zur nächsten Stängelpflanze, Matania Kaisak. Die möchte ich hier so haben. Die finde ich richtig cool, der Stefan mag die ja nicht so, hat er auch gesagt im letzten Video. Und benutzt die lieber in Barbicusa und nicht in Aquarien. Aber ich finde das echt so ein Look wie Bambus. Und vor allem, wenn sie so vor grasartigen Layouts steht und nicht so ein Stängelpflanzenbusch ist zwischen anderen Stängelpflanzenbüsche, finde ich sie echt cool. Ich glaube, hier wäre noch der zweite ganz cool. Jetzt habe ich auch zwei Portionen, also eine Portion habe ich davon und habe sie aufgeteilt in vier kleine Stücke. Dann jetzt zur vorletzten Pflanze, der Nymphaea gardneriana. Den hätte ich jetzt fast vergessen, weil den habe ich in ein Aquarium reingelegt, weil der nicht austrocknen soll. Wird jetzt wahrscheinlich trotzdem wahrscheinlich am Anfang die ersten Blätter verlieren. Aber den habe ich mir hier so vorgestellt. Und mal schauen, wie er hier so wächst. Bin ich echt gespannt. Dann zu guter Letzt, hier das Moos. Sieht noch nicht viel aus, ist ja so ein Vitro-Topf. Und das zerschneide ich jetzt noch. Ich weiß nicht, ich hoffe, man kann es halbwegs sehen. Also ich zerschneide mir das einfach in kleine Stücke. Und jetzt kommen wir zum Part, den ich nicht so gern mache, und zwar Moos aufbinden. Wie gesagt, ich habe es gerade klein zugeschnitten und habe hier den Bobbin von Liquid Nature mit der Terra Lime, die was sich nicht so schnell auflöst oder eher nicht auflöst. Und jetzt kommt der nervige Teil, Moos aufbinden. Ich nehme da einfach so ein paar Stellen und lege das Moos drauf. Das Holz ist ja schon nass, deswegen hält es da ganz gut auch, Schmutz und alleine. Aber natürlich ohne irgendwas wird es dann auch nicht halten. Ich habe hier die Klebestelle, die sieht man jetzt nicht so, die decke ich jetzt einfach mit dem Moos ab. Und ich schaue jetzt einfach mal, wo Moos ganz gut ausschauen würde. Hier ist eine Spalte, da stecke ich einfach ein bisschen was rein. Das möchte ich eh nicht zu viel haben, deshalb brauche ich das auch nicht binden, weil das möchte ich nur so ganz minimal haben. Ich glaube, auch hier kann man das ganz gut machen. So zwischen das spröde Holz. Hier ist eine Stelle, da wird das auch richtig gut, glaube ich, aussehen. Aber das muss ich kleben, das kann ich leider nicht binden. Also zum Binden habe ich jetzt echt nur eine Stelle. Bisschen blöd, mit dem Bobbin geht das Binden aber richtig gut. Da kann man die Spule auch einfach mal auslassen und sie spult sich nicht so komplett ab. Auch so zum Herumwickeln kommt man da ganz gut drum herum. Man kann immer gut umgreifen,
Natürlich, wenn man jetzt nicht darauf achtet, dass man vor der Kamera steht, ist es noch einfacher als jetzt so. Deshalb binde ich jetzt nochmal schnell. Zum Kleben benutze ich den Microblift Gelkleber. Geht auch der normale Planscaper, aber die Gelform ist ein bisschen besser. Ich mache mir hier einfach so eine kleine Wurst. Wichtig dabei ist, echt nicht zu viel davon zu nehmen vom Kleber. Weil wenn nachher das Moos da doch nicht wächst, dann sieht man die Klebestellen. Also das ist immer so ein bisschen blöd. Aber an manchen Stellen kann man einfach so schlecht binden. Und da habe ich dann ehrlich gesagt auch keine Lust zu versuchen, irgendwo was drauf zu binden. Bisschen was noch vom Kleber sichtbar, aber ich glaube, das wird das Moos ganz gut umwachsen. So, auch hier bei der einen Stelle bin ich nicht sicher, ob das halten würde, was ich geklemmt habe. So, kommt noch ein bisschen Kleber dazu. Und dann war es auch schon. Jetzt kommen wir zum Befüllen. Ich befülle das Ganze natürlich mit Osmosewasser. Habe ein Osmosefass, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Und damit jetzt nicht alles aufgewirbelt wird, benutze ich Küchenrolle, um das Ganze schön unten zu halten. Vor allem bei Bodendecker lieber ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt Sand habe, da bin ich auch ein bisschen sparsam mit, aber hier möchte ich echt nicht, dass das Ganze aufgewirbelt wird. Und damit es noch sicherer ist, fange ich ganz, ganz langsam an, bis mal der erste Teil geschafft ist, und dann geht es auch ein bisschen schneller. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen, wenn das Ganze halbwegs gut aussieht. Jetzt den nächsten Tag. Ich habe die CO2-Anlage angeschlossen mit einem AK Edelstahl-Diffusor. Finde ich, schaut einfach richtig gut aus. Zerstäubt das CO2 richtig gut. Habe ich jetzt noch nicht so genau eingestellt. Ich muss den noch ein bisschen hochdrehen, ein bisschen justieren, damit das dann noch passt. Und Dropchecker, um das CO2 einzustellen. Also ich stelle das CO2 immer so ein, dass gegen abends der Dropchecker grün bis gelblich wird und relativ früh schon grün wird, damit immer genug CO2 im Wasser ist. Da ist auch so eine Testflüssigkeit dabei. Kann man ganz gut befüllen. Finde ich ein cooles Set von AK. Generell ist alles in der Beschreibung verlinkt. Also wenn ihr was drüber einkauft, dann supportet ihr mich. Ihr zahlt nicht mehr und ich kann mehr so Projekte wie das hier umsetzen. Dann kommen wir noch zu Bakterienzusätzen. Da habe ich einmal Nitro 2 Starterbakterien von Microblift. Die kommen da auf jeden Fall mal ran. Die habe ich jetzt auch schon während dem Darkstart verwendet und jetzt benutze ich sie auch noch so alle paar Tage noch in den ersten Wochen, damit sich alles gut entwickelt und sich gut Bakterien ansiedeln können. Und zusätzlich benutze ich noch das Special Blend von Microblift, sind noch andere Bakterien, die auch dafür sorgen, dass das Aquarium gut und stabil läuft. Da kommt auch ein kleiner Schuss ran. Vor allem am Anfang die Erstdosierung ein bisschen mehr. Und das benutze ich dann so jeden Wasserwechsel bzw. einmal die Woche. Also mir gefällt es jetzt schon richtig gut. Also natürlich, die Pflanzen müssen jetzt noch einwachsen. Aber ich bin froh, dass ich jetzt hier wieder ein volles Setup stehen habe. Ist ja hier mein eigener Unterschrank, wenn ihr da Interesse habt an Massivholzunterschränken. In dem Fall aus Wildeiche. Aber wenn ihr da irgendeine spezielle Holzart haben wollt, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Aber standardmäßig ist der in Wildeiche. Und jetzt wieder ein Blätter-Setup mit eingerichteten Aquarium zu haben, finde ich wieder richtig cool. Bosshornschnecken sind ja schon von Tag 1 im Aquarium. Die sorgen dafür, dass alles sauber bleibt. Zum einen den Bakterienrasen fressen die auf, aber auch wenn irgendwelche Pflanzen absterben, kümmern sich die auch drum. Also auf jeden Fall eine gute Sache. Würde ich euch auch empfehlen, so nach den ersten Tagen Bosshornschnecken einzusetzen. Dann in so 2-3 Wochen werde ich die ersten Garnelen einsetzen. Wahrscheinlich Sulawesi Inlandsgarnelen oder andere Zwerggarnelen. Und Amano-Garnelen werde ich noch warten, bis der Bodendecker gut angewachsen ist. Und dann kommen auch schon die Fische. Und da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was da reinpassen würde. Soll jetzt nicht zu viele werden, eher ein kleiner Fisch. Schreibt gerne Vorschläge in die Kommentare. Ich habe noch keine genauen Vorstellungen. Also mal schauen, was da reinpasst. Hier kommt ihr jetzt zur kompletten Playlist zu einem Aquarium. Also wenn ihr die vorigen Teile noch nicht gesehen habt, dann schaut hier ran. Und dann bis zum nächsten Mal.